Oh, das heißt, ich kriege einen Energiezug. Was für ein Netztod? Spider-Man? Nee, ich hab noch ein Netztod von Apple. Zu viel umgedauert. Was sollst du doch nicht? Okay, die Hand. Zu viel Bus- und Bahnfahrt. Da kann ich nichts anderes tun, als mich dumm. Also mit der Hand kann ich sehr gut leben. Sogar sehr, sehr gut. Ich bin mir nie sicher, aber ich behalte sie mal. Ja, dann darf das mache ich auch, aber das weiß jetzt keine gute Idee. Was? Ja, das ist bei mir auch immer so. Ach, oh, die kann man ja behalten. Ah. Hättest du doch mal neu genommen, ne? Ja, so ist es. Ich drehe einen Zauberstein, spiele eine nächsten Zaubersängerin. Ja, du Tier, du. Nimm dich in Acht. Sie hat Kleidung an, als einzigste Karte im ganzen Deck, glaube ich. Ich ziehe mir eine Karte, weil das ihr Effekt ist. Ja, okay. Sind ja alle nackig. Das ist krass. Du bist dran. Skandal. Ja. So. Ein Steinele. Ich werde jetzt gleich mal ganz viel Gas geben. Angriff. Flammenfee. Ja, kann fliegen und ist schnell. Wenn du sie tappst, macht sie was? Er fügt einem Resonator 100 Schaden für jede Fee, die ich kontrolliere. Aber momentan könnte sie das nur mit 100. Das ist nicht so. Aber sie kommt vorbeigeflogen mit Schnelligkeit mit 200. Wahrscheinlich machen wir 200. Dann habe ich noch 3,8. Ich habe ja hier noch 3 gefunden. Habe. Ja? Ja. So. Und ich habe ja noch eine Energiemarke, die setze ich jetzt auch ein, dann ist die weg. Also Energieschub am Anfang. Für ein Rot. Also, die kommt auch vorbei. Akrodenk! Dann bin ich fertig. Ja. Tja. Ich hätte vielleicht eine andere Hand machen sollen, aber hinterher ist man immer schlauer. Ich drehe die nochmal zur Seite. Den Effekt kennst du? Nee, also wenn ich mit dem Resonator angreife, kann ich einem anderen Resonator 100 Schaden zufügen. Also, aber da es nicht 3 sind, lebt sie halt noch. Böses Wolfsmännchen. Das ist böse. Na, bevor ich es vergesse, greife ich erstmal für 300. Oh. Ja. Oh. Das kriege ich auch noch neben welche, das gibt's ja gar nicht. Geht noch runter auf 3,7. Wie kann er es wagen? Er hat mich angegriffen. Tragisch. Dann tappe ich 2. Spiele eine Riesenqualle. Kriegt plus 200, plus 200. Selbst wenn die Wetterlage Regen ist. Ja, in deinem Zug. In meinem Zug, genau. Da bist du dran. Da habe ich jetzt nicht nach. Ich habe im Endeffekt nichts verloren. Er hat jetzt 500 wieder. Jo. Dann machen wir noch ein Steinchen. Hier ist mal Seite. Das Bild ist ja cool. Vor allem bei reinigender Regen. Lukas, du kennst den Flavortext bei der Booster-Version, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht. Hallo. Dann musst du mir morgen beibringen, wie das geht. Ich weiß, wenn mir nichts zu tun. Erstmal muss ich gucken, ob das überhaupt vorhanden ist. Okay. Ich
das ist jetzt witzig. Nutze ihren Effekt für jede 400 Schaden auf sie. Dann hat sie schon mal 200 Schaden. Ja. Die greift dich an. Weil sie angreift, nun das Effekt, füge einem Resonator 100 Schaden zu. Dann kriegt sie nochmal 100, dann hat sie 300. Und du bekommst 200 durch die eine Fee, die vorbeigeflogen kommt. Ich sehe schon. Das ist ein ganz harmloses Deck. Das ist einfach nur pur Aggro. Lass mir da noch 500. Möchte ich was machen, möchte ich nichts machen. Ein Steinchen. Die anderen wären mir relativ egal gewesen. Wobei der vielleicht Wasser ist da. Aber vielleicht doch mal den Würfelstarter probieren soll. Aber das ist kein Starter, ne? Das hast du hier zusammengebaut. Jo. Meine ich auch. Obwohl noch viele Sachen aus dem Starter mit drin sind. Nein. So. 50%. Zu tun. Ich spiele die Nixen-Wasserzauberin. Wenn sie aufs Spielfeld gelegt wird, habe ich einen Resonator meiner Wahl. Nee, also muss ich einen erschöpfen. Falls Regen ist, kann ich sie auch stattdessen auf die Hand des Besitzers zurückgeben. Dann würde ich sagen, komm, nimmst du eine von den Fehlern. Oder die andere. Ja. Welche ist die unsympathische? Ich bin mir nicht sicher. Was hat die? Dann nehme ich die auf die Hand. Sie kommt gleich wieder. Ja, ich greife dich für 700 an. Dann kriege ich 700. Und dann bist du dran. Jo. Ich hätte mir einfach die Fee wieder aufs Feld. Oh Mann. Haut mir die Fee auf der Hand. Mache ich mir noch ein Steinchen. Sie hat 700, also ja, das ist ja nicht schlecht. Oder danach, aber sie hat 800, also wenn du sie jetzt noch irgendwie schwächen kannst. Ich kann ja auf den reagieren. Mhm. Dann geht alles weg. Ja. Erstmal kommt die Fee vorbeigeflogen. Für 200. Ich nehme den wieder machen. Moment, 3. Ich bin ziemlich sicher. So, für 3. Ein Ziegenhirte. Hat Limit. Limit. Also immer wenn er sie ist, dann wird man auf raus. Angreift oder blockt, geht ein Limit runter. Wenn er keine Marken mehr hat, geht er am Ende meines Zuges wieder auf Mana zurück. So. Und hat Schnelligkeit, wenn ich in den Lunia Holzmeer. Ja, Lunia Talatotep, wahre falsche Legende. Und ist ja Lunia. Deswegen hat er sie erst Schnelligkeit. Und kommt auch mal mit Schnelligkeit vorbei. Und geht auch ein Mark runter. Du kannst natürlich blocken, wenn du möchtest. Nee. Also nimmst du die 900. Ja. Autsch. 2. Nimm doch einfach den gelben und leg ihn hinter den Rücken. 2. Stimmt.
Das ist clever. Geil. Geschickt. Dann bist du. Gedacht. Ja, also ich bin da jetzt nicht drauf gekommen. Ich hätte jetzt so lange rumgerollert, dass ich nicht mehr weiß, was los ist. Tja, dann drehe ich dir nochmal ein Steinchen. Aber ich kriege gleich verdammt viel Schaden, wenn er jetzt angreift. Wenn du möchtest. Irgendwie glaube ich nicht, dass du sehr viel Schaden kriegst mit deinen 7 Millionen Handkarten da. Ja, aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich greife für 700 mit der Qualle an. Gehe ich auf 2, 3. Und ich greife für 700 mit der Qualle an. Dann gehe ich auf 1, 6. Ich bräuchte mal nicht mal was zum Blocken, sonst sieht es gleich bei mir dubster aus. Wenigstens halte ich mich mit den 600 Lebenspunkten ganz gut. Wieder mal wieder auf 10. Ich habe einen kleinen Wert. Ja. Schnell? Das ist alles. Nein, werbenfunkfähig. Dann du. Die Hand des Besitzers zurück, falls man der Veteran Regen ist, was sie ist. Oben auf die Bibliothek. Ja, genau. Ich glaube, ich muss davon dort rein. Hast du. Ist jetzt so mal die erste. Mhm. Gerade wenn du mit Kreuz die weghaust. Und du bist dran. Ja, du. Ich frage mich, welche Karte ich ziehe. Das ist schwer zu sagen. Ich ziehe die ganze Karte für die industriellen Nomaden, brauche ich nicht. Das ist so geil. Ich mache mir erstmal einen Stück. Erstmal alle für 4. Für 15 meine ich. Ja. Entschuldigung. Wie komme ich jetzt auf 4? Dann habe ich hier noch 4. Herzkönigin. So ist immer gerade ein Karo, Kreuz und ein Pik raus. Ich weiß, dass ich kein Herz habe. Kreuz und Karo. So. Schön ist. Jetzt muss ich mal echt überlegen. Kriege ich das hin? Ich habe 2 Kreuz gelegt, also 2-mal die obersten 4. Doch, das könnte ich sogar hinkriegen. Guck, das macht mich nervös. Das ist ein Feld, das fast wegdruckengegangen wäre. Am Ende des Zuges auch vielleicht einen Kartensoldaten. Da bist du. Jetzt habe ich die nötige Engine mal eine Flammenfee gekriegt. Da ist sie wieder. So. Oh, eine meiner Lieblingsfeen. Mhm. Die ist witzig. Stell dir mal vor, reines Feen-Tribal mit und dann so 20 Feen auf dem Feld. Mhm. Und bum, bum. Habe ich geschafft. Ich schwitze jetzt schon. Ich weiß. Reines Feen-Ding, aber da fehlen mir zu viele für. Das ist ein Feen-Tribal, wie wir in 12 gehen. Ja, aber Feen brauchst du auf jeden Fall. Ja, deswegen, also da lohnt sich's nicht. Ja, das ist ja sehr überlebt. Ja, aber ich kann auch nur auf 12 gehen. Ich würde nicht mehr so untersuchen. Das Flammen? Ja. Vor allem, aber ich habe die Checks jetzt nicht gelesen. Wir hören dein Team tot. Das stimmt, die muss ich nicht mehr machen. Stimmt, die muss ich nicht mehr machen. So. Jetzt muss ich echt überlegen. Wie gesagt, die Umdachung würde ich eine dritte reintun. Ja. Vielleicht darf in einer Nutze ihren Effekt. Gut, ich habe sie jetzt auch. 200 auf sie. Meine Startup war auch echt weird. Hat sie nur noch 2 Herzkönige und 3 Karten. Nur sind nach Mulligan. Vor Mulligan waren es 4 Karten Soldaten und eine Herzkönige. Ich hatte auch das Gefühl, dass du echt noch einen Breaking gestartet hast. Am Anfang habe ich echt gebrickt. Dann ging's. Für 3 schreit es nach deinem ersten
Die habe ich auf jeden Fall. Ich habe mir aber auch da den Effekt nicht durchgelesen. Der Effekt ist die Karte für jeden Resonator, der einen Gegner kontrolliert, 400 Schaden zu. All across the board. Jeden Resonator 400. Das heißt, sie hat insgesamt dann schon 600 Schaden und er hat auch schon 400. Und anschließend kann ich ein Feuerwerk für alle Gesamtkosten von 3 oder weniger aus meiner Hand auf die Spielfeldseite legen. Das war ja auch schnell. Sonst hätte ich im Turn also für die 2 schon was bei Karten oder hätte liegen können, wenn ich die 6 mal angegriffen schon. Ja. So. Hätten wir da schon mal einen Vorteil. Die greift an mit Schnelligkeit. Ich wundere, darf ich noch 100 Schaden? Deshalb meinte ich, ich spiele den glühenden Fisch. Also ich kriege jetzt 200. Genau, 200. Also ein Resonator reicht. Durch 6 kriegt er noch einen anderen Resonator 100 Schaden. 4. Ja, du nimmst den. Ja. Aber da hast du eh auch noch angreift. So kommt er auch 100 und beide weg. Moment. Ja, wie viel Schaden insgesamt dann? 400 insgesamt. Und hast du greift an und die 100 von ihr. Das sind das 5. Dann sind da 500. Und jetzt habe ich eine. Spiele Wetter und schon Regen. Das geht natürlich. Es ist Regen. Er kriegt plus 200. Ich darf eine Karte ziehen. Ich erleide Schaden durch, durch diese Karte. 900. Ich bin dann insgesamt runter auf 1300. Den machen wir einen nach links. 1200. Genau. Stimmt, dann hast du sie wieder. Ja. Du solltest als Taschenrechner arbeiten. Nee. Voll der gute Rechenkünstler. Kevin kommt mit einer FH, setzt sich neben mich und rechnet mir Sachen aus. Und ich habe nur einen Hauptschulabschluss, das musst du jetzt mal überlegen. Und? Okay, der Plan ging nicht auf. Der Plan ging nicht auf. Nur einen Hauptschulabschluss hat. Und jetzt studiert, also. Dann wäre ich. Alles ist möglich. Du bist. Tja. Aber mit dem Wetterumschwungring habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, aber das ist halt Starterdeckter. Also, da musst du eigentlich damit. Ja, wir jetzt gerade ernsthaft den neuen. Da musst du da. Ja. Aber bei reiniger Regen. Aber es bringt eh nichts, weil ich habe. Also ich. Das wird jetzt das letzte aufbäumen und dann das Empty. Du könntest mir jetzt nochmal 700 Schaden drücken, wäre ich auf 900. Ich würde danach einfach angreifen. Ja, ich kann da wenig machen. Oder du blockst sie gleich. Militärische Präzision. Wenn ich die angreife, würde sie am Ende des Zuges auf meine Hand gehen. Ja, aber auch... Dann würde er 400 kriegen. Dann wird das auch nur um eine Runde wahrscheinlich rauszukommen. Oder um zwei Runden. Ich kann... Höchstens noch um mehr auf Zeit spielen, ne? So mit Dönse. Ja, noch ein Riesen. Hätte ich auch gesagt. Du liebe Zeit. Ja, das ist natürlich, dieses Deck hat wenig plus minus Damen ein. Der Rest ist ganz cool, aber ich kann nicht plus minus machen. Ja, das Deck basiert mehr so drauf, wieder auf die Hand und oben auf die Bibliothek schießen. Ja, darum basiert das Deck mehr, auch mehr so am Rande. Es ist halt viel dieses diese Spielerei mit der Wetterlage, was ich immer ganz cool finde. Das ist doch besser, als ich dachte. Ich meine, es ist auch nicht schlecht. Ja, weißt du was, machen wir das ganz einfach. Ich greife dich für 700 an. Ja, dann kriege ich 700, gehe ich auf 900. Ja. Das ist 700. Hier, letzte Rebellion. Ich spiele nochmal die Wasserzauberin. Was kommt auf die Bibliothek? Mastur. Das war klar. Kommt ihr auf die Bibliothek? 5? Stimmt, 5, ja. Ich wollte gerade sagen, eine habe ich gerade abgeholt. Nee, Moment. Also. Die geht auf die Hand des Besitzers. Achso, aber bei dir ist Regen. Ja, bei mir geht er auf die Hand. Normalerweise würde er erschöpft werden. Das ist ja. Achso. Stimmt. Immerhin. So. Stimmt, vorhin, das war reinigender Regen. Genau. Das war reinigender Regen. Ich hab, hast du wieder auf die Hand genommen. Ja, ich erschöpfe, die spielen noch einen Stein. Dann kann ich die beiden tappen. Und dann geht die aufs Deck. Die habe ich zu spät gesehen, sonst hätte ich es andersrum gespielt, aber es ist eigentlich Jacke wie Hose, ich habe eh verkackt. Ja, dann bist du dran. Mehr kann ich nämlich nicht machen. Ja. Erstmal mit Ankunft 1. Den tappt mal nicht so leicht. Ich mach's jetzt ganz einfach. Ja. Hast du jetzt was? Sprechige Urteile. Weiß ich, hätte jetzt machen können. Also für 4. Die kriegt auch ein Limit von 2. Und wenn sie aufgedeckt wird, kann ich am Resonator 800 Schaden schießen. Also in dem Fall dann für Schnelligkeit und sie würde dann das Spiel genau mit 1200 beenden. Ja. Ich habe auch schon wieder Kohle ausgelegt. Das ist das Witzige an der.
Wenn man die nicht tot macht, dann geht das runter und dann geht sie wieder auf die Seite zurück. Und dann kann man das immer wieder machen mit den 800. Gut, das Deck ist drauf aufgebaut. Ja, aber das ist schon cool. So. Also, das ist echt ein cooles Deck.